Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Skorpiongeborenen. Dies ist die Legung für euch im Bereich der Karriere. Das ist der erste Wohlfühl- oder Lebensbereich oder Bagua-Bereich eures Zuhauses. Und der ist dem Element Wasser zugeordnet. Und die Farbe Blau steht für das Wasser. Deswegen habe ich hier diesen wunderschönen Stein für das Element Wasser mitgebracht. Und schaut mal, ich habe hier das neunteilige Bagua für euch. Und zwar ist es wie ein neunteiliges Gitter mit neun Bereichen. Der erste, der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte und neunte Bereich. Und hier sind wir im Bereich der Karriere. Hier liegt meistens auch im Bereich der Karriere der Eingang der Wohnung oder des Zuhauses. Und wie ihr seht, habe ich hier die Farbe Blau ausgemalt und das steht eben für das Element Wasser, ja? Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über diesen wichtigen Wohlfühlbereich eures Zuhauses, dann schaut euch meine Videos an. Und zwar gebt ihr auf meiner Kanalseite oben bei der kleinen Lupe ein, erster Wohlfühlbereich Karriere. Und dann erfahrt ihr ganz viele nützliche Tipps über diesen wichtigen Lebensbereich und wie ihr ihn nähren, fördern und stärken könnt, meine Lieben. Auch ganz herzlich willkommen, meine lieben Glücksschweine-Menschen in der chinesischen Astrologie. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt über die Charaktereigenschaften eines Glücksschweines in der chinesischen Astrologie, dann schaut euch mein Video an. Da gebt ihr bei der kleinen Lupe ein Glücksschwein in der chinesischen Astrologie. Und ihr seid ja im Allgemeinen sehr sonnige Menschen, sehr originell, kreativ, wohlwollend, fürsorglich, meine Lieben. Und dasselbe gilt natürlich auch für meine lieben Skorpiongeborenen. Ihr seid im Zeichen des Wassers geboren, also im Tarot seid ihr die Königinnen und Könige der Kelche. Und im Kelch ist meistens auch Wasser drin und Wasser steht dort für viel Gefühl. Im Feng Shui steht Wasser für den Geldfluss, meine Lieben. Jetzt schaue ich mal im Bereich der Karriere. Möchte ich mal ein Tier für euch bekommen? Das haben sie schon zwei Tiere hier gezeigt. Dankeschön. Schauen wir mal. Ui, da haben wir einen ganz stolzen Gesellen, der schwarze Panther, meine Lieben. Sinnlichkeit und Leidenschaft regen sich unter einem Mantel der Heimlichkeit. Sinnlichkeit und Leidenschaft, aha, das steht auch für euch, meine lieben Skorpionmenschen, ja. Sinnlichkeit und Leidenschaft, ja, also das kann man Skorpionmenschen absolut zuordnen. Im Bereich der Karriere, ja, also Leidenschaft für etwas zu entwickeln, ist natürlich im Karrierebereich nur förderlich, meine Lieben, ja. Und dabei noch abzuhängen, wie der wunderbare Panther hier auf dem Baumast, ist natürlich von Vorteil, meine Lieben. Schauen wir mal weiter. Der Biber. Ein gemütliches Heim bietet Sicherheit und menschliche Nähe. Wie schön. Der Biber arbeitet an seinem Zuhause, ja? Er bringt dort viel Geäst mit, damit es schön gemütlich wird, ja? Und bei mir auf dem Kanal geht es ja auch immer um die Gestaltung eines Wohlfühlzuhauses, ja. Und genau, das gemütliche Heim, ja, das ist euch anscheinend auch sehr wichtig, meine lieben Skorpionen und Schweinemenschen. Machen wir es mal so. Schau ich mal im
Mit dem Tarot schaue ich mal, was darf ich euch denn übermitteln zum Bereich der Karriere? Was zeigt uns denn das Tarot? Was dürfen wir denn da wissen, meine lieben Skorpionmenschen? Ihr seid ja sehr tiefgründige Menschen, sehr, sehr tiefgründige Menschen. Ihr denkt viel nach, da kommt auch schon die Königin der Schwerter. Ja, und bei euch geht es immer um Transformation in eurem Leben, also vielfach um Transformation. Ja, der Skorpion mit seinem Stachel, ja, da geht es immer um Willkommen und Abschied, meine Lieben. Und schon haben wir hier Willkommen und Abschied. Also das steht hier für den Tod, ich sage eher die Transformation, die Umwandlung, eine Wandlung, ja, ist bei euch anscheinend angesagt oder wichtig. Ja, genau, das ist die 13. Hohe Arkana hier, der Tod. 13, 1 plus 3 ist 4. Okay, 4 steht tatsächlich im Feng Shui. Die Zahl 4 steht im Feng Shui auch für Ende. Okay, ihr seht hier, da ist jemand sehr, sehr mitgenommen. Ja, schaue ich mal. Und hier bekomme ich 3 der Schwerter. Keine sehr schöne Energie. Schaut mal. Schaut mal, die Körper hier sehen ähnlich aus, ja. Der Mann wird hier an den Haaren gezogen von der Dame, die ist total enttäuscht von ihm. Und er fängt schon an zu beten. Ja, und hier, tja, ist es so, dass er sich ergibt sozusagen, ja. Er ergibt sich seines Schicksales sozusagen, ja. Also das ist natürlich nicht sehr erfreulich, was ich hier sehe. Ja, die Ursache liegt wohl hier in den 5 der Münzen. 5 der Münzen ist eine Karte von ja, Resignation, Bedauern, dass es vielleicht nicht gereicht hat, ja. Dass einem nicht genügend Wertschätzung entgegengebracht wurde, obwohl man so fleißig wie der Biber war, ja, und versucht hat, auch menschliche Nähe herzustellen zu Kollegen, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Ja, anscheinend hat es irgendwie nicht gereicht, ja. Und hier kommt die Königin der Schwerter. Ihr seid mir hier in dieser Energie, meine lieben Skorpion-Menschen. Ihr seid ja eigentlich die Königinnen und Könige der Kelche. Aber hier zeigt sich als Energie die Königin der Schwerter. Und das sagt mir, dass ihr hier unglaublich in Gedanken seid. Und ihr habt das Schwert der Entscheidung in der Hand oder auch das Schwert der Wahrheit. Ja, ihr müsst hier raus. Also ihr müsst euch gegenüber ehrlich sein, ja, und Konsequenzen ziehen hier und dieser Situation hier, dieser Situation, ja. Also hier ist euch irgendwie übel mitgespielt worden, meine Lieben, ja. Dieser Herr kann genauso gut eine Frau sein, ja. Also das heißt, entweder ist es eine Königin des Wassers oder ein König des Wassers, der hier Herzeleid hat, ja, mit 3 der Schwerter und dann sich auf eine Transformation einlassen muss und eine Entscheidung treffen muss, ja, wie er da weitermachen will. Und ihr macht es sehr richtig, denn es kommt hier der Bube der Schwerter, auch schon wieder eine Schwertenergie, ja. Das heißt, ihr geht erstmal auf Distanz und geht erstmal auf Beobachtungskurs hier mit dem schwarzen Panther, ja.
hier versucht, erstmal die Lage, die neue Lage im Bereich der Karriere einzuschätzen. Zieht euch zurück, beobachtet ja mit euren scharfsinnigen Augen hier. Der schaut auch erstmal nur und ist wie so ein Spion unterwegs, ja, wie der schwarze Panther auch, meine Lieben. Ja, also die Energie ist nicht ganz so erfreulich, meine Lieben. Jetzt schaue ich mal mit den goldenen Regeln zum Bereich der Karriere. Was darf ich euch denn da zum Trost vielleicht mit auf den Weg geben, meine Lieben? Was könnte euch hier noch helfen? Was hat euch denn so verletzt? Oder wie sollt ihr damit umgehen? Oh, mit Dankbarkeit, meine Lieben. Von Herzen kommen in Dankbarkeit verändert und bereichert das Leben auf unvergleichliche Weise. Das ist schon sehr spannend. Ich meine, hier die Karte, das seht ihr ja, das ist eher so, dass hier hat der Mann das Gefühl, er ist im Mangel, ja. Aber wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5 Münzen dennoch, ja. Also es sind Münzen da, aber irgendwie hat er das Gefühl, dass vielleicht seine Arbeit nicht so richtig wertgeschätzt wird. Ja, das ist also so ein Mangelgefühl, aber dabei sollen wir dankbar sein, meine Lieben. Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter von allen. Das hat der schlaue Marcus Tullius Cicero gesagt. Dankbarkeit ist die Mutter von allen Tugenden. Sagen Sie jeden Tag für mindestens eine materielle oder immaterielle Zuwendung aufrichtig Danke. Verleihen Sie Ihrer Wertschätzung und Anerkennung Ausdruck, ob einem Menschen, einem Baum, einem Glücksgefühl oder dem Göttlichen gegenüber. Oder auch, denke ich gerade, einem Tier gegenüber. Ne? Der Natur gegenüber, ja. Die Natur ist wichtig für uns Menschen und der Erhalt. So, da ist ein Härchen. Verändern Sie Ihre innere Haltung zu Ihrem Umfeld und verankern Sie diese Einstellung in sich. Aha. Verändern Sie Ihre innere Haltung, also am besten aufstehen. Aufstehen und aufrecht weitergehen, ja? Aus diesem Mangelgefühl heraustreten sozusagen, ja? Und verankern, dann soll man sich verankern, also neu verankern in einer neuen Haltung den Dingen gegenüber, ja? Sehr spannend. Also raus aus diesem Abhängen hier, raus aufstehen und gerade weitergehen, ja? Sehr spannend. Sehr spannend, meine lieben Skorpione. Die Dankbarkeit ist sehr wichtig anscheinend. Die Dankbarkeit. Bei Herzeleid aller Art empfehle ich immer meine wunderbare Aurum Lavandula Compositum Creme von der Firma Weleda. Ich liebe diese Firma und schätze sie sehr und verordne diese Creme sehr häufig meinen Patientinnen und Patienten. Sie ist wunderbar zusammengesetzt aus Gold, Aurum, Lavandula ist Lavendel, Compositum sind noch Rosenblütenblätter, Extrakt ist noch dabei. Da könnt ihr euch vorstellen, wie wunderbar diese Creme duftet. Es ist wie Aromatherapie. Ich gebe sie dann auf meine Pulse. Und auf den Brustbereich, ja, wenn man in einer schwierigen Situation sich befindet. Hier steht auch drauf, bei vegetativen Herz-Kreislauf-Störungen, Herzklopfen und Herzangst. Ja, das kann schon mal sein, wenn man sich in dieser Energie hier befindet, ja. Dann darf man sich auch selber helfen, meine Lieben, ja. Also tut euch selber dann etwas Gutes, wenn ihr euch hier in dieser Energie befindet, ja. Das ist nicht so schön, meine Lieben, ja. Nicht sehr schön. Dann müsst ihr tatsächlich etwas
etwas Distanz einnehmen zu den Dingen und euch einen Schutz vor euch aufbauen. Das wäre jetzt so eine Schutzcreme. Die könnt ihr hier auf dem Brustbereich einreiben, eben und auf den Handpulsen, meine Lieben. Ja, passt hier gut zu den Farben der Karten. Jetzt schaue ich noch im Bereich der Karriere, wie sieht es denn mit der finanziellen Fülle bei euch aus, meine Lieben? Was dürfen wir denn da wissen? Ja, was dürfen wir denn da wissen, meine Lieben? Oh, ging schnell gehüpft. Aus kollektiven Mangelstrukturen dürft ihr euch lösen. Aus kollektiven Mangelstrukturen, ja? Zeigt die Karte so schön, habe ich ja schon gesagt, der Mangel, ja. Daraus dürft ihr euch lösen. Das ist wahrscheinlich gar nicht euer Thema, meine Lieben. Das habt ihr von jemandem vielleicht aus der Familie übernommen. Das ist gar nicht so selten der Fall, meine Lieben. Ich gebe hier noch meinen schlauen Fuchs dazu. Der steht für Reichtum, Fülle, Erfolg, auch für Glück, ja. Den habe ich selber mit Origami gefaltet. Und dann gebe ich euch noch ein Lichtlein, damit alle negativen und also negativen Energien, Mangelenergien hier gereinigt werden für euch, meine Lieben. Das lasse ich jetzt mal wirken, hier noch eine Zeit lang, ja. Und gebe noch meinen Halbedelstein dazu, dann wirkt das noch besser. Der Fuchs passt hier auf, dass auch alles gut gereinigt wird. Ja, meine Lieben, jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich sehr über einen Daumen hoch, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht es gut, alles Liebe, Servus.